Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, und jetzt haben wir noch 6. Jetzt könnten wir noch mal oben bei den Policy-Vorschlägen schauen, ob da noch irgendwas dabei ist, was uns gerade helfen könnte für den Bereich Umwelt und Wirtschaft oder so. Ja, Transport haben wir nicht mehr genug für. Da sind alle Sachen rot. Public Services, da haben wir nur noch Sachen, die nicht direkt, ja genau, Horsti sagt gerade Patch-Auswirkungen, mittlerweile seit dem letzten Stream sind 2 weitere Updates für das Spiel gekommen, also da wird gerade massiv weiter dran entwickelt und ich habe heute auch gelesen, der Entwickler hat auf Twitter geschrieben, er simuliert gerade sehr, sehr viel und macht Datenauswertung und arbeitet auch an der Balance des Spiels und steckt da sehr, sehr viel von seinen alten Mathekenntnissen rein. Es ändert sich hier auf jeden Fall sehr, sehr viel zum Besseren. Das ist. Also Public Services sehe ich jetzt nicht direkt irgendetwas, was sich auf Umwelt oder auch auf die Wirtschaft auswirkt. Das sind gute Sachen, die wir hier haben. Das heißt. Alle angehen könnten. Ja. Jetzt haben wir noch die Wirtschaft. Arbeitertag. Feiertag quasi. Das nationale Geschäftscouncil. Ah, guck mal. Hier unten wird angezeigt, welche Effekte hat. Estimated Effects. Das ist auch neu, oder? Das ist neu. Wir haben bei den Ideen jetzt hier, wenn ich das durchgehe, tatsächlich so einen Hinweis darauf, was hochgeht und was runtergeht. Nicht wie viel, aber jetzt müssen wir nicht mehr ins Blaue hineinraten, tatsächlich. Das ist ja toll. Hier können wir also tatsächlich ein bisschen was von den Effekten sehen. Ja, also es wird weiter gepatcht und das Spiel weiterentwickelt. Das ist toll. Und wo du das Smart Meter Programm gerade auch hast, wie findest du das denn? Finde ich gut. Also Geld sparen und was für die Umwelt tun? Ja. Geld sparen und was für die Umwelt tun und finde ich tatsächlich toll und die Kosten sind sehr gering eigentlich. Ah, naja, so gering nicht, aber also würde mir jetzt gefallen, weil ich habe jetzt ansonsten nichts weiter gesehen. Wir könnten noch mal kurz bei Steuern gucken. Hier hätten wir noch, was mir ins Auge fallen würde, die das gesunde Nahrungsmittel bezuschussen. Weil unser Lebensmittelpreis hochgeht und der wirkt sich direkt auf den Lebensmittelpreis auf und auf die Fettleibigkeit hier. Und genau, Health, also da, ja? Also genau, die Fettleibigkeit geht runter, der Lebensmittelpreis. Ich würde allerdings dafür plädieren, erstmal diesen Smart Meter zu nehmen. Okay. Denn die Idee von solchen Subventionen ist ja eigentlich, den Leuten auch zu helfen, die es dringend brauchen. Und das heißt, in meinem Kopf wäre es jetzt so, dass wir dafür sorgen, dass die Leute es nicht brauchen. Ja. Und mit dem anderen sparen sie bares Geld. Und wenn wir dann das andere Programm noch nachsteuern müssen, auf jeden Fall gerne. Ja, interessant jetzt auch im Chat, Horst, die sagt gerade, da der Lindwurm anscheinend nicht da ist, muss ich auf die Cybersicherheit hinweisen bei Smart Metern. Tatsächlich ist es ja so, Smart Meter heißt, dass diese Sachen die ganze Zeit überwacht werden können. Und das ist wirklich auch ein Problem, wenn von allen Haushalten kleinteilig genaue Benutzung von Strom, von Heizung und so weiter und so fort abgegriffen werden kann, dann steckt in diesen Daten viel mehr als nur die Strombenutzung, sondern wann ist jemand zu Hause, wann wäscht jemand, wie ist der Lebenswandel, wann ist jemand, ne, also das, da kann man viel darüber herausfinden, wenn das nicht kontrolliert wird oder wenn es da nicht Vorschriften für gibt, wie das ausgewertet wird.
Das ist tatsächlich ein Problem, aber die Effekte, wie es hier jetzt ist, da bin ich eher dafür. Wenn es jetzt das richtige Leben wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte große Bauchschmerzen mit Smart Metern. Ich auch. Aber so wie wir sie einführen werden, Romy und ich, in unserem wundervollen Land, da ist es so, dass da stelle ich mir irgendwie vor, dass es eine unabhängige Behörde gibt mit furchtbar hohen Hürden dagegen, dass die Industrie oder irgendjemand Drittes diese Sachen auswertet und auf einzelne Personen zurückführen kann. Definitiv. Genau, also implementieren wir das. Ja, klar. Okay. Deine Argumentation fand ich auch sehr treffend. Unsere Wirtschaft geht gerade hoch. Die Subventionen für das gesunde Essen können wir auch nächste Runde machen. Das hier hat eine gewisse Latenz, bis es eingeführt ist. So, ungefähr auf der Mitte. Energieeffizienz geht hoch. Die Umweltschützer finden es klasse und die Anzahl der Umweltschützer wird dadurch steigen und die Energieindustrie findet es nicht so toll, aber an der Stelle müssen wir damit klarkommen. Ich würde tatsächlich, ich sag mal so auf 600 hochgehen und wir sind dann bei Energieeffizienz von plus 3,8, was krass ist. Mhm. Okay. Dann apply. Jetzt haben wir noch zwei. Da lässt sich wohl wahrscheinlich nicht viel mitholen, fürchte ich. Ja, ich würde das auch mit in die nächste Runde nehmen. Wir wollen ja wahrscheinlich wieder eine Rede halten. Weiß gar nicht, ob wir... Nein. Ich glaube, wir können einmal eine Rede halten in den drei Runden vor einer Wahl. Also... Aber wir haben diese Runde, wir haben diese Runde eine Rede gehalten. Mal gucken, ob wir nächste Runde wieder was sehen. Geht nochmal auf Sicherheitslücken ein bei der Smart Meter Problematik. Bei Sicherheitslücken, wie so oft bei digitalen Dingen und besonders Internet of Things vorkommen, können böse Hacker Smart Meter vielleicht auch übers Internet manipulieren und Strom gezielt oder auch großflächig ausschalten oder Netze überlasten. Siehe auch das spannende Buch Blackouts von Mark Iceberg. Blackout ist tatsächlich auf meiner Reading-List, aber da sind so viele Bücher, ich komme kaum hinterher. Aber es ist ein guter Hinweis, Herr Öni. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Also erstmal, Ghettos sind vorbei. Das ist sehr schön. International Literary Award. Weil der Applaus ist auch schön. Ja. Eine Schriftstellerin hat den sehr renommierten internationalen Literaturpreis für ihren Roman gewonnen. Die Geschichte spielt in unserem Land und hat dafür gesorgt, dass das quasi die Auffassung unseres Landes international überall nach oben gegangen ist. Tourismus um 12% hoch. Krass. Wir können wieder eine Rede halten, tatsächlich. Könnten wir wieder machen. Dann haben wir wieder eine Forderung eines Spenders. Ted Wilson, den hatten wir letztes Mal auch schon. Der hat schon zwei Forderungen gestellt. Besteht darauf, dass man, dass wir Büchereien, also öffentliche Büchereien einführen. Ja, das Blöde ist, er fordert ja auch immer irgendwas, was wir selber gut finden, nur noch nicht dazu gekommen sind. Ja, genau. Also, das ist schon mal interessant. Also wir können uns mal erstmal die Policy angucken. 10 kostet uns das. Ich glaube, deswegen hatten wir das bisher auch noch nicht gemacht, weil es auf der einen Seite relativ teuer war und wir relativ viel politisches Kapital brauchten, was wir alles nicht haben. Also Geld und politisches Kapital. Ja.
Ich meine, wir hatten die Büchereien mehrfach schon auf dem Zettel und sind immer wieder drüber weggekommen. Ich würde jetzt tatsächlich mal, also ich würde jetzt sagen, so, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall einführen sollten. Und wenn jetzt der Spender es verlangt und wir es eh einführen wollten, würde ich dem zustimmen. Das ist unsere Diskussion vom letzten Mal auch schon wieder. Solange quasi die Forderung opportun für uns ist, würde ich es machen. Aber sobald uns das gegen den Strich geht, werden wir uns deswegen nicht verbiegen. Ja, finde ich total gut. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass wir kurz vor der Wahl sind und wir ja auch noch nicht wissen, wie sich das mit dem Fundraising auswirkt. Und dann wäre es irgendwie blöd, wenn wir ihn jetzt kurz vor der Wahl verlieren würden. Genau, das heißt, wir führen diese Politik ein. Und wie viel wollen wir ausgeben? Die Weltwirtschaft ist am Steigen. Also erstmal, wenn wir nichts haben, Bildung geht hoch. 4,4. Ich will gar nicht so viel da rein investieren. Das liegt aber vorrangig daran, dass wir auch schon langsam den Climate Fund vorbereiten müssen. Das stimmt. Also sind wir hier im Mittelfeld. Wir haben einige Vorteile. Und tu noch was für die Pensionierten, für die Überzeugung. Das die ist mögen uns ja eh schon. Ja. Auch wenn wir sie durch die Rede verärgert haben. Aber dann würde ich sagen, 500 Millionen, also eine halbe Milliarde, können wir mal reinsetzen. Hoch können wir immer noch. So, dann haben wir das gemacht und die Situation. Oh. Environmental Protests, also Demonstrationen für die Umwelt. Das heißt, die Gig-Economy, weiß nicht, ob die jetzt, aber wahrscheinlich ist die hier jetzt näher dran. Wir wollen auch was für die Umwelt tun. Das ist das Nächste, was wir auf dem Zettel haben, ne? Mhm. Vielleicht ist es in dem Spiel auch so simuliert, dass kurz vor den Wahlen auch bei den Gruppen in der Gesellschaft so ein bisschen Aktion reinkommt. Davon würde ich tatsächlich ausgehen, ja. So. Wollen wir noch eine Rede halten, dann können wir gar nichts mehr machen. Weil wir haben jetzt die Büchereien eingeführt und wir haben noch 11 Kapital. Unsere Umfragewerte sind generell super. 96. Wir sind sogar noch gestiegen. Und die Kapitalisten finden uns nicht total kacke. Also gucken wir mal. Das ist hochgegangen auf jeden Fall durch die Rede. Da würde ich jetzt nicht zwangsläufig nochmal was rein, also tatsächlich nur für Umfragewerte nochmal eine Rede halten. Geht mir genauso. Also, wir haben so viele Leute momentan. Ja. Und wir brauchen das politische Kapital für andere Dinge. Ja, genau. Ich würde, bevor wir uns unseren Problemen widmen, würde ich einmal kurz ins Manifesto reingucken. Okay, das ist direkt vor der Wahl. Also ich will es halt einfach nicht verpassen. Wir haben jetzt noch 2 Runden bis zur Wahl. Deswegen gucke ich jetzt rein und ich werde nächste Runde auch direkt einmal reingucken. Im Schnelldurchlauf, hier pulsiert was. Oh. Es wird hier angezeigt, wenn es krass steigt. Unsere Umwelt hat ein Problem. Ja, dann krass. Lass uns mal in diese Wirtschaftsgeschichte reingucken. Ob wir dort noch mal irgendwas machen können oder ob es irgendwelche Programme gibt. Die werden wahrscheinlich aber alle ein Stück dauern. Ja. Vermutlich. Hier haben wir auch einen Anstieg. Anscheinend fangen an, diese Kreise zu pulsieren, wenn es einen krassen Anstieg gibt. Das ist ganz schön. Wie sieht es mit der Water Shortage aus? Da ist es auch angestiegen, aber nicht so krass. Okay. Wir gucken, was es für die Wirtschaft gibt. Genau, dieses Carbon Capture and Storage war diese Geschichte, hatten wir im letzten Stream auch schon mal drüber gesprochen. Ist halt, dass quasi das emittierte Kohlenstoffdioxid irgendwo in alte Erdgaskavernen rein verpresst wird oder anderweitig verarbeitet oder auf jeden Fall weggehalten.
jetzt real betrachtet, ist es nicht wirklich eine zukunftsweisende Technologie, weil die Firmen weiter fossile Energieträger nutzen können, weil das CO2 ja durch eine Technologie verschwindet. Aber wirklich verschwinden wird es nicht. Wenn so eine Kaverne platzt, dann ist das CO2 auf einen Schlag freigesetzt. Also das ist so eine Sache. Aber tatsächlich, und das ist super teuer. Also CO2-Emissionen gehen runter, die Umweltschützer finden das ganz toll. Das ist spannend, weil in der Realität, so wie ich das im Blick habe, Entschuldigung, ich habe jetzt schon zweimal Realität gesagt, so wie ich das im Blick habe, sind die Umweltschützer nicht wirklich sehr davon überzeugt, auf jeden Fall in Deutschland. Das mag hier anders sein und vielleicht ist die Technologie hier ein bisschen anders aufgestellt. Wäre eine Möglichkeit, was gegen CO2-Emissionen zu machen. Das wäre so eine schnelle Möglichkeit. Allerdings bei den Kosten, die das verursacht, überlege ich, ob wir das Geld nicht besser, nachhaltiger, breiter aufstellen können. Ja, und ich würde sagen, eine schnelle ist es auch nicht, weil 8 Quarters Implementation Time, also dauert 2 Jahre, bis der volle Effekt da ist. Was haben wir denn dann noch? Was sind denn die Eco-Home Regulation? Indem man Regeln und Standards für Häuser in Richtung Umweltfreundlichkeit festlegt, gibt es einige neue Dinge oder mehr Dinge, die man beachten muss, wenn man ein neues Haus baut. Das ist wahrscheinlich ein Ärgernis oder ein Problem für Stadtentwickler und Vermieter, aber es wird dabei helfen, die Umwelt auf lange Sicht zu schützen. Ja gut, ich meine, die stört es ja so, nur so lange, bis wir es subventionieren. Also wenn wir noch irgendeine Möglichkeit finden, da nochmal, keine Ahnung, Steuervergünstigungen reinzupacken oder so, ja, für diesen Bereich, dann stört sie es auch nicht mehr. Im Zweifel ist halt auch die Frage, ob es uns stört, dass es sie stört. Das stimmt. Ich würde Eco-Home-Regulations tatsächlich mal nehmen, weil das geht wieder in Richtung Energieeffizienz. Ist durchaus was Positives. Ansonsten würde ich bei Transport nochmal gucken wollen, weil ich glaube, die Benutzung von Autos ist ein mächtiger Hebel, den wir benutzen können. Okay, hier sind wir wieder bei Subventionen angekommen. Biosprit subventionieren, Busse subventionieren, eine Initiative für elektrische Autos und staatliche Eisenbahngesellschaft. Das ist wirklich ein Longshot, hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Aber ja, hier eine Menge Auswirkungen. Genau, also so perspektivisch finde ich das gerade auch in Kombination mit der ein oder anderen Klimageschichte, die wir so vor, ganz schön. Ja. Dafür brauchen wir, befürchte ich, nur so ein Stück weit Geld. Ja. Und insofern bin ich momentan eher dafür, diese Eco-Home Regulations umzusetzen, als jetzt im Transportsektor nochmal was zu machen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir die Eco-Home Regulations um. Implement. Und da können wir. Energieeffizienz geht hoch. Die Energieindustrie findet es nicht gut. Kapitalisten finden es nicht gut, aber auch relativ wenig. Da würde ich tatsächlich nochmal so ein bisschen hochgehen. Energieeffizienz ja. Plus 15%. Das ist massiv. Und CO2-Emissionen fast 5% CO2-Emissionen. Und schlussendlich ist ja die Idee, dass es Geld spart. Also dem einzelnen Haushalt spares Geld spart, dass sie hoffentlich dann für gute Lebensmittel ausgeben, damit wir denen die auch noch so winzen. Ja. Ja. Ja, komm. Also entweder so bei diesen 120 oder sogar noch mehr, wobei ich glaube, das hochgeht auch immer. Komm, 125 finde ich ganz gut.
dann sind wir ziemlich... Achso, nee. Ja, aber 125, so hier so. Da fühle ich mich wohl mit. Da sind wir dann Energieeffizienz 15 und CO2-Emissionen gehen runter um 5,2%. Das ist krass. Für relativ wenig Geld. Sehr schön. Dauert natürlich alles, aber die Energieeffizienz wird sofort umgesetzt und die CO2-Emissionen auch. Also das ist super. Großartig. Zack. Und schon haben wir kein politisches Kapital mehr. Also nächste Runde. Die Spielgeschwindigkeit ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen fixer. Also. Blaming Media Bias, also der parteiischen Medien die Schuld geben. So, die organisierte Kriminalität ist vorbei. Der letzte Schlag in Richtung noch einmal den Geheimdienst höher machen, war eine gute Sache. Der GDP steigt weiter. Unsere Gesundheit ist am Absacken. Und wir haben eine Nachricht von einem unserer Minister. Daryl Gonzalez, unser Wohlfahrtsminister. Er möchte, dass wir eine Politik umsetzen, nämlich bestrafende Steuern auf Superstores, schlägt er vor. Das ist interessant. Wenn ich mich recht entsinne, war es so, als wir Democracy 3 gespielt haben, haben wir das irgendwann auch eingeführt. Ja. Und das hat sich total positiv ausgewirkt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich erinnere mich da auch sehr, sehr freudig dran, tatsächlich. Und ich bin jetzt gerade überrascht, dass wir es noch nicht gemacht haben. Es war wahrscheinlich so eine Sache wie mit den Bibliotheken. Mhm. Wir sind mit weniger politischem Kapital ausgestattet als bei Democracy 3. Wir müssen echt immer abwägen und ich finde das auch spannend, dass wir immer eine Diskussion haben, wir können jetzt dieses machen und dann kommt eine neue Situation, wo wir dann wieder reagieren. Also dann gucken wir uns die Politik mal an. Bestrafende Steuer auf Superstores, das sorgt halt dafür, dass diese riesigen Einkaufscenter nicht da sind und die lokale Wirtschaft gestärkt wird und kleine Geschäfte und so weiter und so fort. Die Kapitalisten finden es nicht toll, das finde ich interessant, weil er für Selbstständige und Kapitalisten ist, der Minister. Aber natürlich finden es die Selbstständigen gut, weil es die lokale Wirtschaft steigert. Und die Autobenutzung geht nach unten, was wieder ein Vorteil wäre in unserem Umweltschutzgedanken. Genau, ein kleiner Hit auf unser Bruttoinlandsprodukt können wir aushalten, weil die Weltwirtschaft gerade am Steigen ist. Also das ist tatsächlich eine Sache. Es kostet uns 13, aber so ist das nun mal. Und ich würde dem Vorschlag des Ministers, weil er ist ein guter eigentlich, ja. Und ich hoffe, dass sich die Loyalität erholt bei ihm. Und er hat super viel Erfahrung, also er ist relativ effizient. Also implementieren, Romy? Sehr gern. Okay. Ach, das ist aber gar nicht sein Ministerium, ganz offensichtlich. Und dann hat er über den Tellerrand hinausgeschaut. Ist doch auch. Ja, genau. Und es ist ein Einkommen. 3 Milliarden. Mhm. Ist ja eine Steuer, klar. Ja, hallo. Die Autonutzung geht zurück um 3,6%, wenn wir es so halten. GDP geht zurück um 1,2%. Also, ich würde es so in der Mitte lassen, tatsächlich, 3 Milliarden. Ich würde es nicht höher gehen. Weil das Schöne ist, wenn jetzt nichts Gravierendes passiert, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, wären wir dann in 2 Runden auch unsere Schulden los und könnten in die neue Wahlperiode mit einem relativ entspannt starten. Mit einem Überschuss, ja, tatsächlich, ja. Also, apply, dann haben wir das eingeführt. Ah, und es wird hier erstmal Credit Rating upgraded. Wir sind jetzt
nochmal eine Stufe höher. Wir sind jetzt A. Fehlt noch AA und AAA, also AA und AAA. Aber der Kapitalist findet super, das ist toll. Unser GDP geht nochmal um 3% hoch und Vertrauen in die Wirtschaft steigt. Das ist großartig. Also unser GDP steigt generell an. Und wir können Wahlversprechen machen. Es ist soweit. Es ist soweit und es kostet politisches Kapital. Oha. Und wir haben nur noch 7, weil wir diese neue Sache eingeführt haben. Interessant. Es ist, wie ich gesagt hatte, es sind so ein paar Schwarz-Weiß-Entscheidungen, aber interessante Sachen. Einkommensteuer 25% erniedrigen. Und im Moment sind wir bei 45. Das können wir nicht machen. Würde ich sagen. Ja, wir kommen mal gucken, wie sich das jetzt gerade so ausgeht, die ganzen anderen Geschichten, die wir gerade geplant haben. Und vielleicht schauen wir uns einfach die Besteuerung auch nochmal später. Ja, ich würde aber nicht eine Erniedrigung um 25% versprechen wollen. Genau, bin ganz bei dir. Ja, Human Development, also... Ich klicke mal drauf. Ah, das ist ein blauer Bereich, wo Bildung, Gesundheit und Löhne reingehen. Spannend. Das um 25%. Ich glaube, das wird total schwierig, weil wir da schon auf 71 sind. Ich denke auch, dass das unrealistisch ist. Ja. Executive Turn Limit, also dass wir die Wahlperioden, die jemand Premierminister in UK sein kann, was wir gerade spielen, dass wir das um 25% runtersetzen, kostet uns unglaublich viel, na gar nicht so viel, lower ist 15 würde es uns einmal kosten. Und ich glaube... Also die Auswirkungen auf Liberalismus und Demokratie sind mir persönlich zu stark. Ja. Würde ich auch nicht machen wollen. Gender Equality, Race by 50%. Also Geschlechtergerechtigkeit. Ja, da ist Luft nach oben. Aber 50, wie realistisch ist das? Current Value 47%. Das ist... Also dafür ist es ein Wahlversprechen geworden, ist mir schon klar. Ja. Und ich denke allerdings, dass wir noch ein paar Wahlversprechen haben, die vielleicht ein bisschen zielführender sind mit den Sachen, die wir sowieso vorhaben. Ja, definitiv. Ja, dann haben wir hier... Equality generell? Ah ja, ich sehe es gerade. Den Geheimdienst um 25% erniedrigen. Das hatten wir eh vor. Ja. Den sind wir nämlich ganz hochgegangen. Das heißt, den können wir machen. Ja. Und es spart uns auch Geld, weil wir haben den ja nur jetzt hochgesetzt, um die über das organisierte Kriminalität zu Genau. Ja, super. Das heißt, ein Wahlversprechen. Ja, die okay, Patrioten, die Liberalen finden es gut, die Patrioten minus 1. Ja, super. Und wir haben 21 Quartale, um das umzusetzen. Okay. Alkoholgesetzgebung. Runtersetzen würde ich nicht. Die Alkohol, das hat einen zu starken Einfluss auf unsere Gesundheit. Das würde ich nicht versprechen wollen. Und wir haben eh ein massives Gesundheitsproblem zurzeit. Ja, das gleiche gilt dann auch für die Tabaksteuer. Oh ja. Tatsächlich. Executive
Term Length ist. Ah, wie lange eine Wahlperiode dauert. Mhm. Interessant. Und da versprechen wir Cut bei, also von 5 Jahren auf 4. Verstehe ich das richtig? Würde uns 18 politischen Einfluss kosten. Von 5 auf 4. Wow. Erhöht die Demokratie. Also, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, dass sich diejenigen in politischer Verantwortung in regelmäßigen Abständen zur Wahl stellen. Ja. Wenn wir wiedergewählt werden, ist auch alles schön. Das haben wir ja nur auch schon. Das war weiter oben, ne? Die Maximalanzahl von, genau, Executive Term Limits. Ja, das haben wir noch nicht versprochen. Das. Okay. Aber da war es, wenn wir das runternehmen, hast du gesagt, war es halt ein negativer Einfluss auf Demokratie. Und hier ist es ja ein positiver, das, was wir versprechen würden. Das würde uns das 18 Einfluss, sein. Es würde uns 18 Einfluss, politisches, nicht Einfluss, politisches Kapital kosten. Aber es würde Demokratie nach oben bringen und es wäre ein Wahlversprechen, hinter dem ich stehen kann. Ja. Geht mir genauso. Bei beiden Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Dann würde ich das ja mal da ein Kapital für ausgeben. Gerne. Liberalen find's gut, plus 2%. Das ist schön. Und Property Tax würde ich auch es kann sein, dass wir die Property Tax runtersetzen. Oder ja, aber die hoch ist ja schon niedrig. Guck mal, die ist ja bei 27 momentan und wir sollen sie um weitere 25 kürzen. Ja, das würde nicht gehen. Könnte man eher noch überlegen, die Grundstückssteuer ein Stück hochzunehmen und dafür die Einkommenssteuer, aber das würde ich jetzt nicht in so ein Wahlversprechen wollen, ja, so ein Halbzeiler. Ich meine, wir haben jetzt 2 Wahlversprechen gemacht, damit aus der Auswahl, die wir hier haben, wäre ich auch schon zufrieden mit diesen 2. Total. Donald Trump hat weniger. Ich kann es nicht lassen. Nee, finde ich, ist total richtig. Schon mal mehr als auf den meisten Wahlplakaten, sagt Thorsti. Genau. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.